Was haben wir da? Milka und wie heißt der? Oder. Da. Vino. Okay. Zu Vino sag ich Nino. Guten Abend. Wollt ihr euer Glück in einem Trinkwettbewerb versuchen? Was stimmt eigentlich mit den Leuten hier nicht? Ich meine, gut, wir sind in einem Gasthaus, aber trotzdem. Milka. Hallo, Fremder. Hat euch schon mal jemand gesagt, dass ihr ein faszinierendes Lächeln habt? Das ist seltsam. Ich dachte, ich würde nie lächeln. Wollt ihr euch nicht setzen und eine Runde Würfelpoker mit mir spielen? Ich muss euch warnen. Ich spiele nicht nur zum Spaß. Auch nicht gegen eine Schönheit wie euch. Hat er sich gerade durch mich gemoonwalkt? Ihr seht besorgt aus. Bedrückt euch etwas? Mein guter Freund meint, jeder wäre glücklich, an meiner Stelle zu sein. Aber ich kann mich einfach an nichts erfreuen, solange dieses ungute Gefühl anhält. Manche Leute sagen, man sollte auf seine Gefühle hören. Ich schätze, Sie haben recht. Ich wurde noch nie enttäuscht, wenn ich meiner Intuition gefolgt bin. Möchtet ihr mir erzählen, was geschehen ist? Ich bin ein Hexer. Vielleicht kann ich euch helfen. Wirklich? Ich kann mein Glück kaum fassen. Ihr müsst wissen, dass ich vor einigen Tagen ein altes Haus gewonnen habe. Anfangs war ich überglücklich, aber dann hatte ich einen seltsamen Traum. Es heißt, in dem Haus spuke es und ich fühle, dass es mir Unglück bringt. Natürlich weiß ich, dass das lächerlich klingt, aber ich habe auch schon einmal die Ehefrau eines Mannes gewonnen. Wow. Jemand hat seine Frau gesetzt? Das ist ziemlich dreist. Ach kaum. Es war der Bürgermeister. Aber ich habe die Sache geschickt gelöst und sie gleich wieder an einen anderen Mann verloren. Aber was ist jetzt mit meinem Haus? Nun ja, wenn es heimgesucht wird, kann ich euch vermutlich von den ungebetenen Gästen befreien. Ihr könntet es dann wieder verkaufen. Mit der Garantie eines Hexers. Wundervoll. Aber ihr müsst noch eine Sache erledigen, bevor ich euch den Schlüssel gebe. Vor kurzem hat mir eine Wahrsagerin prophezeit, dass mich jemand, der mir einen Türkisring bringt, von allen meinen Sorgen befreien wird. In Ordnung, wenn ihr meint. Wenn ich einen Ring finde, bringe ich ihn euch. Okay, also müssen wir jetzt auch noch so einen Ring finden. Oh Mann. Ich muss gegen Milka spielen und so viel gewinnen wie möglich. Ja, wenn sie mit gezinkten Würfeln spielt, ist das ein klein wenig ein Problem. Speichern wir erstmal. Erfahrener Da ist Grosil. Ach, gegen den werden wir wahrscheinlich Faustkampf machen. Erstmal gucke ich mir die Holztruhen an. Gut. Fackel. War das Buttermilch? Auch Kuhmilch. Verdammt seid ihr hässlich! Habt ihr in letzter Zeit mal in den Spiegel gesehen? Wollt ihr frech werden? Kommt her, ich schlag euch eure vorlaute Visage zu Brei. Euer Freund. Ich will nicht zu Brei. Mich. Der Warum sieht genauso aus wie du. Ich hab's gleich gesagt. Wir kämpfen mit bloßen Fäusten. Mit 75 Ohren seid ihr dabei. Habe ich nicht. Ich komme wieder, sobald ich 75 Ohrens habe. Kann ich gegen die anderen kämpfen? Gegen den zum Beispiel? Was wollt ihr? Sucht ihr Prügel? Deshalb bin ich zwar nicht hier, aber ihr könnt es gerne versuchen. Gestattet mir, euch euer dämliches Grinsen aus der Fresse zu schlagen. Legt 25 Ohrens auf den Tisch, damit wir es hinter uns bringen können. Okay. Mit euch nehme ich es locker auf. Kenne ich doch, Faustkampf kenne ich doch. Vielleicht sollte ich jemanden aushauen. Den hau ich selbst betrunken um. Vielleicht nicht. Und weg ist er. Ich frage mich, ob der nochmal gegen uns kämpft. Weil dann können wir alleine ja hier beim Faustkampf schon die 2000 zusammenkriegen. Das war einfach. Verdammt.
verdammt, ich habe zwei Zähne verloren. Keine Sorge, ihr seht blendend aus. Hier ist euer Geld und jetzt verschwindet. Als ob. 50 Orans erhalten, okay, mit dem kann ich nicht nochmal kämpfen. Was ist mit dem hier? Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Und mit dem hier? Hokus Pokus, wollt ihr sehen? Eure Mutter pisst im Stehen. Oh, eine Herausforderung. Wie viel? Mit 50 Orans, seid ihr dabei? Ja, komm. Macht euch bereit. Den hauen wir auch eben um. Auch betrunken, alles kein Thema. Was sollte ich gleich wieder tun? Mit mir nach hinten gehen. Haben wir doch schon besprochen. Ja, der war so erfahren. Unfassbar. Erstmal die Fressluke polieren. Richtig low. Kleiner Keck, du. Ja, wisch mal den Staub hier um den herum. Wisch den mal weg. Soll ich dir einen Handfeger reichen? Ihr habt nicht zum ersten Mal gekämpft. Meine Mutter hat es mir beigebracht. Was habt ihr jetzt über sie zu erzählen? Eine nette Dame. Hier ist euer Gewinn. Die geile Referenz schon wieder, ey. So, als nächstes ist Grusil dran. Wollt ihr... Ich würde euch wirklich gerne zeigen, wie man es richtig macht. Homo-Action. Los, zeig ihm, wie man das richtig macht, Geralt. Faustkampf ist eine der trivialsten Dinge, die man in The Witcher tun kann. Das ist so anspruchslos. Dass es schon fast wehtut. Da haben wir den zweiten von denen. Von der Bruderschar besiegt. In seiner eigenen Disziplin. Nicht schlecht, Hexer. Ihr habt ziemlich schnelle Hände. Oh Gott. Ihr müsst an eurem rechten Haken arbeiten. Nehmt euer Geld und haut ab. Ich hasse diesen Tag. Aus und Ende. Vergesst nicht, Gunn zu erzählen, dass ich nicht nur den Kampf gewonnen habe, sondern auch, euer Vertrauen. Ja, in Ordnung. Ihr seid ein guter Boxer, Hexer. Ihr wisst doch, dass nach einem guten Kampf Buttermilch das beste Mittel gegen Kopfschmerzen ist. Ich habe euch ein paar Mal erwischt, also nehmt sie lieber. Ja, ich habe sehr schnelle Hände. Papp, 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 papp. Außerdem solltest du die Buttermilch lieber trinken. Du hast mich kein einziges Mal erwischt. So, okay. Wir haben jetzt 183 Orans und wir haben Buttermilch. Die Buttermilch können wir jetzt diesem Drevin geben. Wenn wir ihn finden. Wofür das denn? Oh, überall Schurken. Die haben doch bestimmt... auch ein bisschen Alk in ihrem Haus. Wir müssen noch zwei Leute unter den Tisch saufen. Birnen. Unser Schatz, Birnen! Melonen im Kleiderschrank. Die wissen, wie man es machen muss. Ich will gar nicht wissen, was sie mit den Melonen machen. Wirklich nicht. Ich will es wirklich nicht wissen. Da ist er. Zwergengar. Ich habe hier etwas Buttermilch. Trinkt. Ah, oh, mein Retter. Oh, das war köstlich. Also dann werde ich mich mal wieder auf... Der Schatz. Spuckt es aus. Ja, richtig. Ihr müsst wissen, dass ich vor Jahren ein ziemlich vielversprechender Student der Magie war. Ich hatte enormes Potenzial, wirklich.
Aber das Schicksal hat mir einen Streich gespielt und, nun ja, eine meiner Neigungen verhinderte, dass ich meinen Abschluss machte und die Kunst vollständig erlernte. Deine Neigung für Buttermilch? Dennoch kann ich bestimmte Kräfte spüren. In der Nähe gibt es ein Lagerhaus, in dem die Magier einst ihre Artefakte aufbewahrten. Obwohl es inzwischen verlassen ist, strahlt es immer noch. Was bringt mir ein leeres Lagerhaus? Natürlich nichts. Aber der Stein darin könnte euch interessieren. Er reagiert auf Zauber. Auf Elementarzauber, um genau zu sein. Wenn ihr ein oder zwei Tricks auf ihn wirkt, wette ich, dass er euch zu weiteren Schätzen führt. Klingt ziemlich weit hergeholt. Egal. Wo ist dieses Lagerhaus? Direkt um die Ecke. Hier habt ihr den Schlüssel. Lebt wohl. Was für ein Zufall, dass er auch noch den Schlüssel hatte. Direkt um die Ecke, sagt er. Und das ist... Es ist nicht um eine Ecke. Es ist direkt vor mir. Ja, hier ist es. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Stein des Wanderers. Wir müssen garantiert in irgendeiner Kombination Art und Igni drauf wirken. Das kennen wir ja schon aus dem Hauptspiel. Er teleportiert mich an einen Ort des Schatzes, wenn ich die richtige Zeichenkombination wirke. Wie wär's mit Art, Igni, Art? Okay. Igni, Art, Igni. Okay. Art, Art, Igni. Okay. Igni, Art, Art. Igni, Igni, Art. Igni, Art, Igni. Art, Art, Art. Nice. Wir kommen in die Kloaken. Und hier ist eine Erscheinung. Das ist gefährlich. Aber offenbar sind wir stark genug. Sehr schön. EP scheint in diesem Abenteuer auch scheißegal zu sein. Es ist nur wichtig, dass wir an Gold kommen. So, was ist mit dieser Holztruhe? Tipperat-Zephirer. Auf jeden Fall auch einiges an Gold. Schön, das haben wir auf jeden Fall schon mal überlebt. Von denen können wir leider nichts mehr looten. Und wir kommen hier auch nicht weiter. Ich frage mich, was wir mit der Zephira machen können. Ob wir die bei irgendwem eintauschen können oder sowas. Das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Ich muss wahrscheinlich wieder Art, Art, Art drauf wirken. Würde ich jetzt mal meinen. Sehr schön. Und wir sind wieder zurück. Mit etwas mehr Orange auf der hohen Kante. Nämlich 317. So. Oh. In dem Haus waren wir noch nicht. Bin mal ein bisschen alt. Wie gesagt, das brauchen wir ja sowieso. Dann würde ich sagen, haben wir genug davon mittlerweile wieder? Ach, wir haben garantiert genug. Dann saufen wir mal diesen Oral unter den Tisch. Damit wir den Schlüssel zu den Kloaken bekommen. Da ist er.
Plant ihr einen längeren Aufenthalt in Vizima? Eher nicht. Es zieht ein Krieg gegen Nilfgaard herauf. Merkt euch meine Worte. Sie werden wieder nach Söldnern schreien und ich führe sie nach Süden zur Grenze. Ihr glaubt, die Schwarzharden kommen wieder? Trotz der Niederlage, die sie bei Sodden einstecken mussten? Sie wurden einmal verbrannt, also werden sie richtig heiß sein, wenn sich die nächste Gelegenheit bietet. Nilfgaard wird nicht still und leise verschwinden. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. So, los geht's. Fangen wir an mit Beauclair Weiß. Toussaint Rot. Ein bisschen was davon und noch mehr davon. Ja, der hält auch ein bisschen was aus. Nicht schlecht. Vizimas Gold. Und Sieg. Ich bin erledigt, aber es war ein verdammter Hexer nötig, um mich zu übertreffen. Ich schätze, ich habe mich bewiesen. Gebt mir den Schlüssel. Wisst ihr was? Ich habe schon lange niemanden mehr getroffen, mit dem ich mich so gut unterhalten konnte. Es ist fast so, als wären wir Brüder. Ihr müsst wissen, ich stamme aus der Familie des berühmten Reisenden Boivit Barkhuizen. Feldwebel, der Schlüssel. Geralt, sag Ora zu mir. Wir haben zusammen getrunken, also seid ihr mein Freund. Jedenfalls hat mein Vater, dieser Reisende, dieser Abenteurer, ein Tagebuch geführt. Es ist schon fast eine Antiquität und seit Generationen in den Besitz meiner Familie. Ich habe von Backhuizen gehört. Hat er nicht den Schwalbenturm entdeckt? Genau das ist er. Geralt, ich habe gerade so ein schreckliches Verlangen. Nehmt das Tagebuch. Mein einziger wahrer Freund. Und den Schlüssel zu den Kloaken. Kommt her, gebt uns einen Kuss. Oh, vielleicht Gott. Ein andermal. Jesus. Okay, immerhin haben wir den Schlüssel bekommen und das Tagebuch eines Reisenden. Das werden wir auch noch lesen, aber wir müssen mal erstmal zu Griffaren zurück. Denn wir müssen dringend rasten. Beziehungsweise uns ausruhen, bevor wir weitergehen können. Ich habe euch kämpfen gesehen. Gar nicht schlecht. Ich gebe mein Bestes. Nachts finden im städtischen Gefängnis Kämpfe statt. Ihr solltet mal dort vorbeischauen. Illegale Kämpfe? Klingt interessant. Ja? Klingt wirklich interessant. Naja, erstmal ausruhen. Zufälligerweise ist es ja gleich Nacht. Dann können wir mal darüber schauen. Sehr schön. Es sind immer noch die gleichen Leute hier. Die haben offenbar einfach kein Zuhause. Oh, ich glaube, wir können wieder gegen die kämpfen. Nee, doch nicht. Schade. Schön. Er sagt wieder was über meine Mutter. So, die sind auch immer noch an ihrem Platz. Es ist zum Verzweifeln. Okay. Gut, okay. Dann schauen wir jetzt als nächstes mal bei diesen nächtlichen Kämpfen vorbei. Was ist denn hier zum Beispiel? Haus des Schmieds. Ist das Gunns Haus? Gunnhage ist tatsächlich. Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Wolfsaloe brauchen wir auf 5 Stück. Okay. Weiter geht's. Oh, da unten ist ein Ertrunkener. Und da wir ein Hexer sind, helfen wir ihnen natürlich.
Bitte sehr. Was haben wir da vorne? Reißers Mann. Okay. Der hat die Position gewechselt. Interessant. Der steht wahrscheinlich an jedem Ausgang und hindert uns daran abzuhauen. Soll er mal machen. Ich will ja gar nicht abhauen. Weiße Myrte. Wir müssen an Kräutern alles sammeln, was wir irgendwie bekommen können. Da hinten ist noch mehr weiße Myrte. Ich glaube, sie hat gar nicht über... Über Verbena hat sie gar nicht gesprochen, glaube ich. Oder? Ich meine nicht. Sehr gut. Wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Ich bin gefangen im Feld. Ah ja. So, dann hier lang. Leerstehendes Haus. Ist das nicht das Haus von Milka? Stadtkerker. Wow. Tatsache. Schiefmaul. Was wollt ihr? Ich habe gehört, hier soll es ernsthafte Preiskämpfe geben. Schon möglich, wenn ihr genug Mumm habt. Ich möchte kämpfen. Sehr schön. Um in den Endkampf zu kommen, müsst ihr Exo und Schiefmaul besiegen. Wenn ihr das schafft, kämpft ihr gegen den Rivaner, unseren amtierenden Champion. Sagt dem Rivaner, er soll sich schon mal aufwärmen. Seid ihr bereit für Exe? Die Teilnahmegebühr beträgt 75 Orens. Wenn es weiter nichts ist... Legen wir los. Ich mag diese Einstellung. Gut, ab in die Zelle mit euch. Da ist die Exe. Der geht... Der ist tatsächlich saustark und ziemlich flink. Also wenn der mich ein paar Mal erwischt, bin ich down. Boah, wir haben ihn. Gott sei Dank. Unsere Ausdauer war fast alle. Ich hätte mal doch die Machtverstärkung skillen sollen. Für Faustkampf, aber ich wusste ja nicht, dass es hier so eine Rolle spielen würde. Ihr habt eine Faust aus Stein, Hexer. Ich bedauere eure Frau. Die Faust ist Teil meiner Arbeit. Es ist nicht meine Art, meine Frau zu schlagen. Eine Frau, die keine Schläge kennt, gibt zu viel Widerworte. Geht zu Ralf und holt euch eure Belohnung. Gute Antwort von ihm, scheiß Antwort von dem Salamander-Typ. 150 Orens und die Teilnahmegebühr. Ich werde gerade erst warm. Seid ihr bereit für Schiefmaul? Die Teilnahmegebühr beträgt 125 Orens. Ich befürchte lieber noch nicht. Ich muss mich vorbereiten. Ich befürchte, das könnte ziemlich schwer werden. Aber wir bekommen ordentlich Orens dafür. Was ist eigentlich mit diesem Tagebuch hier? Wanderschaft auf magischen Pfaden und Orten. Aus der berühmten und alten Stadt Asengard kamen wir keine guten 100 Kilometer weit südlich zum Land, bekannt als Zentloch. Schaut man von den Bergen auf dieses Land hinab, erspielt man einige Seen, die wie zugleich zufällig und doch künstlerisch über die Landschaft verteilt zu sein scheinen. Unser Führer der Elf Avalak, den kenne ich, bat uns, zwischen diesen Seen nach einem Muster zu suchen, das dem Kleeblatt gleicht. Das taten wir sogleich und entdeckten das Blatt nicht aus drei, sondern aus vier Seen geformt. Ein länglicher See von Nord bis Süd bildete den Stängel. Dieser letztere See, bekannt als Tarnmira, war von einem schwarzen Wald umgeben und an der nördlichen Spitze wurde der erwähnte mysteriöse Turm, genannt Schwalbenturm oder auch Tor Cireal in Elfisch, gerade gebaut.
Plötzlich wurden wir von Nebel eingehüllt und konnten nichts mehr sehen. Ich wollte gerade den Elf Avalak zu dem Turm befragen, als der Führer uns bedeutete, still zu sein und Folgendes sagte. Wartet und habt Hoffnung, und die Hoffnung wird kommen mit dem Licht und den guten Omen. Schaut auf die endlosen Wasser, auf denen die Gesandten der guten Neuigkeiten erscheinen werden. Also es hat auf jeden Fall Bezug zu den Romanen. Wer das selbst ergründen will, sollte die Romane lesen. Ansonsten reden wir in einem Witcher 3 Let's Play darüber. Dass er irgendwann kommen wird. Nein, es kommt nach dem Replay zu The Witcher 2 und dann reden wir darüber. Aber nicht jetzt. So, wir speichern einmal und werden dann doch mal probieren, Schiefmaul zu besiegen. Ich hoffe, der ist nicht viel stärker als die Echse. Dieses levitierende Reptil. Was? Ich bin... Seid ihr bereit? Bereit. Ab in die... Okay, man kann super aus der Deckung zuschlagen. Wusste ich auch noch nicht. Einundfünfzig Schaden mit einem Faustschlag. Okay, die sind auf jeden Fall hart, die Gegner hier. Ja, lass dich erstmal von den ganzen gefangenen alten Säcken hier feiern. Meine Zähne! Hurensohn! Ihr habt mir meine Zähne ausgeschlagen! Sind doch noch in deinem Schal, Mann. Lend nicht rum. Sie waren sowieso schon verfault. Leck mich! Die besessene Wache hat euer Geld! Lasst euch ja nie wieder blicken! Netter Kampf. Hier euer Preisgeld. 250 Orens und die Teilnahmegebühr. Bestens. Jetzt ist der Rivaner reif. Der Rivaner hat eure Herausforderung akzeptiert. Mit 225 Orens seid ihr dabei. Vorbereitung. Ich komme später. Wir brauchen nämlich erstmal ein bisschen... Hier, wir müssen ein bisschen was essen. Damit wir unser Leben regenerieren. Das ist sehr langsam. Es regeneriert sehr langsam. Da würde ich ja fast lieber einen Schwalbetrank nehmen. Nein, es geht nur darum, dass wir unsere Siegeschancen nicht unnötig verschlechtern. Wir könnten auch Waldkauz trinken, fällt mir gerade ein. Okay, das zählt jetzt doppelt. Ja, dann geht es doch ein bisschen schneller. Ich meine, ich könnte auch einfach Schwalbe trinken, aber da bin ich ehrlich gesagt ein wenig zu geizig zu. Okay, das ersetzt sich einfach nur. Naja, speichern wir wieder und probieren es dann nochmal. So schlecht kann das ja nicht laufen. Was? Der Rivaner. Setzt auf mich, Hauptmann. Ich hole mir den Sieg. Der Rivaner ist ein zäher Bursche. Ich an eurer Stelle wäre nicht so siegessicher. Hexer, es heißt, ihr hättet Probleme mit Reißer. Wenn ihr mir helft, helfe ich euch. Wisst ihr, ich muss diesen Kampf gewinnen. Ralf hat versprochen, mich gehen zu lassen, wenn ich siege. Um ehrlich zu sein, sind mir eure Probleme reichlich egal. Kämpft ihr oder nicht? Ihr seid nicht wirklich aus Riva, oder, Hexer? Aber eigentlich ist es mir auch egal. Seid mein Gast, schlagt als Erster zu. Ist dein Ernst? Ah!
Das ist ja eine Hinrichtung. Das ist doch kein Kampf. Ich drücke immer einmal kurz auf rechts und dann auf links. Und jetzt sind wir offenbar in einer Endlosserie meiner Schläge. Meiner Schläge gefangen. Ist doch nur Combo-Wombo. Der versucht immer zuzuschlagen, aber er kommt nicht da. Er kommt nicht, weil ich ihn gebackt habe. Ja, geil. Und weg mit ihm. Dying Breath. Hexerzaubereien. Pfui, verdammter Mistkerl. Seid vorsichtig. Wenn ihr einen Hexer zu lange anseht, kriegt ihr die Krätze. Ich habe keine Angst, Bastard. Ich habe genug eingesteckt. Ralf hat eure Siegprämie. Seht zu, wie ihr allein mit Reißer fertig werdet. Das werde ich schon. Ihr habt den Rivaner besiegt. Fair und sauber. Ich bin beeindruckt. Hier eure 450 Orens und die Teilnahmegebühr. Habt ihr je darüber nachgedacht, euch unter Vertrag nehmen zu lassen? Von mir zum Beispiel. Ihr wollt, dass ich für euch kämpfe? Nein, das ist keine gute Idee. Nö, ist es auch nicht. Ich bleib auch nicht lange genug an einem Ort. So, damit haben wir schon einen großen Teil, einen großen Schritt zu den 2000 Orens gemacht tatsächlich. Wahnsinn. Jetzt können wir uns ja nochmal um Milkas Haus kümmern. Haus des Kaufmanns ist auch interessant. Müssen wir uns auch nochmal angucken. Aber erstmal in der nächsten Folge von Let's Replay The Witcher. Jetzt nicht mehr, denn die Zeit ist abgelaufen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure. Yay.